Ja, servus und herzlich willkommen zurück hier bei Retro and Future. Schön, dass ihr den Weg wieder hierher gefunden habt. Mein Name ist Steffen und heute möchte ich euch ein ganz interessantes Thema vorstellen. Es geht um das Thema Strompreise. Da ich in den nächsten Tagen noch mehrere Videos zum Thema Stromanbieter, Photovoltaikanlagen und Balkonkraftwerke machen möchte, ist es wichtig zu verstehen, wie der Strompreis sich zusammensetzt. Ich habe mich damit nie wirklich auseinandergesetzt, deswegen musste ich auch zuerst recherchieren, habe aber ein paar gute Slides zusammengestellt und möchte euch diese vorstellen. Denn es ist wichtig, dass man versteht, wer alles an den Strompreisen mitverdient und wer welche Rädchen dreht. Ja? Also, wenn euch das interessiert, bitte abonniert den Kanal, lasst einen Kommentar hier und klickt auf das Glöckchen. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn das Glöckchen klingelt. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Also in dem Fall schauen wir uns das Thema Strompreise mal genauer an. Viel Spaß damit. Bis dann. So, dann schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Ich habe das Ganze unterteilt in die Entwicklung des Strompreises. Wir werden uns also ganz kurz anschauen, wie hat sich der Strompreis in den letzten Jahren denn entwickelt. Und wir werden uns anschauen, was sind denn die größten Kostentreiber in den letzten Jahren gewesen. Dazu habe ich zwei Slides vorbereitet. Dann werden wir uns einen dritten Slide nochmal ganz kurz anschauen, wie sieht die prozentuale Verteilung der verschiedenen Kostenfaktoren im Strompreis aus. Und dann in der letzten Slide werden wir uns auch anschauen, was zu erwarten ist für die nächsten Jahre und ja, worauf wir achten müssen. Okay, alle diese Grafiken, die ich euch zeige, habe ich von stromreport.de genommen. Ich verlinke das natürlich als Quelle in meinem Video. Die Seite ist sehr zu empfehlen. Wenn ihr euch für das Thema Strompreise und Strompreisentwicklung interessiert, solltet ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Okay, wenn wir uns das mal anschauen, wir sehen hier eine Grafik. Die Strompreise werden hier für die letzten 10 Jahre angegeben und wir sehen, dass wir 2012 einen Strompreis von 25,89 Cent hatten und der hat sich relativ stark entwickelt, hatte dann so eine Seitwärtsbewegung und ging dann die letzten Jahre wieder nach oben. In den letzten 10 Jahren hatten wir also eine Strompreiserhöhung von 23%. Ich glaube, so viel Gehalt habe ich nicht mehr bekommen. So, wir haben hier aber auf der Grafik auch noch andere Kurven, wie wir hier unten sehen. Und da sehen wir, wir haben diese pinke Kurve, die Steuern und Abgaben zeigt. Und die Steuern und Abgaben haben sich um 41% erhöht in dieser Zeit. Dann haben wir hier unten die Netzentgelte, die ja auch in dem Strompreis mit beinhaltet sind. Die haben sich um 14% verteuert in den letzten 10 Jahren. Und wir haben die Erzeugerpreise, also die Preise für die Herstellung des Stroms. Und der ist um 6% gesunken. Man kann also nicht sagen, dass in Deutschland der Strom immer teurer wird, weil die Stromherstellung teurer wird. Nein, wenn man sich diese Folie anschaut, muss man ganz klar sagen, Netzentgelte und Steuern und Abgaben sind die Kostentreiber für den Preis. Wenn wir dann zu der nächsten Folie kommen, sehen wir das Ganze noch etwas detaillierter. Es sind wieder die gleichen 10 Jahre und wir können sehen, dass wir von 2012 bis 2021 eben von einem Strompreis von 25,89 Cent auf 31,89 Cent gekommen sind. Und jetzt können wir uns mal anschauen, was genau dieser Strompreis denn beinhaltet. Wenn wir uns das am Beispiel von 2021 mal anschauen, wo wir einen durchschnittlichen Strompreis von 31,89 Cent hatten, dann waren für Beschaffung und Vertrieb 7,7 Cent notwendig. Die Netzentgelte sogar etwas höher wie die Beschaffung und der Vertrieb, also 7,8 Cent. Steuern und Abgaben unglaubliche 16,39 Cent, das ist also wirklich Wahnsinn. Dann kommt noch die Mehrwertsteuer drauf, die ja auch eine Steuer ist, mit 5,09 Cent. Dann haben wir Konzessionsabgaben, das sind Abgaben, die an die Kommune bezahlt werden müssen, weil die Stromleitungen unter den Straßen liegen. Wir haben dann die EEG-Umlage, die 6,5 Cent beträgt, aber da kommt nachher noch eine Info, die wird sich absenken. Dann haben wir KWK-Aufschlag, das ist Kraft-Wärme-Kopplung, ein kleiner Abschlag, der drauf gepackt wurde.
Dann haben wir die Strom-NEV. Das sind Abgaben, die bezahlt werden müssen, weil es gibt einige große Firmen in Deutschland, die sich von den Netzentgelten befreien lassen. Und diese Kosten müssen aufgefangen werden. Deswegen wird das über dieses Strom-NEV an die Allgemeinheit aufgeschlüsselt und verteilt. Dann haben wir hier Offshore- und Netzumlage 0,4 Cent. Da geht es um die Absicherung von Risiken von Offshore-Anlagen. Dann haben wir diese ABLA-Umlage, die wir vernachlässigen können. Und wir haben nochmal eine Stromsteuer, warum nicht? Steuern sind ja toll, von 2,05 Cent. Und damit landet man eben bei diesem Preis von 31,89 Cent, der Durchschnittspreis war in 2021. In der nächsten Grafik, nicht verwundern, die ist jetzt von 2020, sehen wir aber nochmal prozentual, was die einzelnen Faktoren zum Gesamtpreis hinzugefügt haben. Wir sehen also, wenn wir mit dem anfangen, woran man bei Strom eigentlich denkt, wenn wir an die Stromerzeugung denken und den Vertrieb, dann sind das 22,4%. Mehr als die Erzeugung des Stroms kostet aber die Netzentgelte. Und die Netzentgelte gehen an, soweit ich weiß, vier große Netzbetreiber deutschlandweit. Das bedeutet, Netzentgelte sind schon mehr als die Stromerzeugung. Und wenn wir uns diesen oberen Block anschauen, diesen blauen Bereich, dann sehen wir, dass es nur Steuern, Abgaben und Umlagen sind. Wir haben also Stromsteuer, Umsatzsteuer, EEG-Umlage, dieses Offshore und diese Kraft-Wärme-Kopplung und eben auch diese Konzessionsabgaben, die bezahlt werden müssen. Das heißt, gucken wir uns das in prozentualen mal an, sind es 52,4%, die nur Steuern, Abgaben und Umlagen sind auf unserem Strompreis. Ein Wahnsinn, wirklich ein Wahnsinn. Dann gibt es noch 25,1% eben diese Netzentgelte, die ja auch nichts mit Produktion von Stromvolumen haben. Es geht ja um den Transport. Und wir haben eben diese Stromerzeugung mit 22,4%. Ja, ein interessantes Bild, finde ich. War mir so auch nicht bewusst, dass die Stromerzeugung nicht mal ein Viertel des Strompreises ausmacht. Okay, gehen wir auf die letzte Folie und da nochmal ja, eine ganz kurze Zusammenfassung von dem, was in den letzten Monaten passiert ist und was zu erwarten ist für die nächsten Monate. Also der Strompreis an der Börse ist in 2021 explodiert und hat sich um 460% verteuert. Also vergleicht man den Dezember 2020, wo der Strompreis pro Megawattstunde bei 43 Euro lag, also an den Strombörsen, wo eben die Stromanbieter Strom einkaufen, liegt er heute bei 240 Euro. Und das zeigt natürlich auch, dass so ein enormer Anstieg für Stromlieferanten, also Stromanbieter, zu einem großen Problem werden können. Weil hat sich ein Stromanbieter nicht über lange Verträge bereits Preise gesichert und er muss jetzt aktuell am Markt Strom zukaufen, dann muss er das zu einem extrem teuren Preis, in dem Fall von 240 Euro pro Megawattstunde machen. Generell kann man davon ausgehen, dass die Strompreiserhöhung weitergeht, auch weil wir momentan ja eine sehr große Inflation vor der Brust haben, die nicht so schnell abschwächen wird, aus meiner Sicht. Ich hoffe, ich irre mich. Für 2020 haben die Versorger eine Erhöhung von ca. 40% angekündigt der Strompreise. Und das ist natürlich ein richtiger Batzen. Das bedeutet, wenn man einen Verbrauch von 6000 Kilowattstunden pro Jahr hat, muss man mit Mehrkosten von 780 Euro rechnen. Also eure Stromkosten von jetzt plus nochmal 780 Euro, wenn ihr in diesem 6000 Kilowattstunden-Bereich euch bewegt. Also wirklich sehr viel Geld. Ja, das zusätzlich für Strom aufgewendet werden muss. Auch für die Elektromobilität ist diese Entwicklung sicherlich keine gute, denn die Strompreise zu Hause steigen, die Strompreise an den Ladestationen werden steigen und dadurch wird das Elektroauto wieder uninteressanter. Es gibt ja schon viele Modelle, die, wenn man die mit einem Diesel-Pendant vergleicht, ja, nicht mehr kostengünstiger sind, sondern manchmal eben auch schon teurer. Deswegen auch für die Elektromobilität ist es eben, ja, kein guter Weg, der hier vor uns liegt. Mehrere Stromanbieter sind schon insolvent gegangen. Soweit ich weiß, sind es momentan sieben. Heute ist ja der 2. Januar 2022. Ein Positives gibt es aber: Die EEG-Umlage wird sinken auf 3,7 Cent pro Kilowattstunde. Also das ist etwa eine Halbierung der Steuern.
So, jetzt haben wir mal gesehen, wie sich der Strompreis in den letzten Jahren entwickelt hat und was denn die einzelnen Anteile am Strompreis sind. Also wir haben gesehen, über 50% davon sind Steuern und Abgaben, ca. 22% sind die Stromerzeugung und 24% waren die Netzentgelte. Gut, in dem Fall, dann haben wir das Thema heute durch. Ich hoffe, das war interessant für euch. Wenn das euch gefallen hat, bitte lasst mir einen Kommentar da, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und wenn ihr das Glöckchen läutet, dann bekommt ihr immer eine Info, wenn ich neue Videos hochlade. Eins noch ganz wichtig: In den nächsten Tagen werde ich ein weiteres Video hochladen, das sich auch um das Thema Stromanbieter und Strompreise dreht. Schaut euch das bitte an, das wird sehr interessant, weil da habe ich ein paar Sachen gefunden bei meiner Recherche, die mich doch sehr ja, besorgt machen, sagen wir es mal so. Alles klar. Also in dem Fall, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Tage Urlaub. Genießt die erste Woche in 2022 und ja, bleibt gesund und ich hoffe, ihr kommt bald wieder auf den Kanal. Also, bis dann. Ciao, euer Steffen.